Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Montag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das sind die Themen zum Start in die neue Woche. Der Bahn Dampf machen. Bürgerinitiative in Memmingen will Elektrifizierung vorantreiben. Im Ernstfall richtig reagieren. 220 Teilnehmer beim Lawinentag in Oberstdorf und kurzfristig eingesprungen. Deutschlandpokal der Langläufer in Balderschwang. In den vergangenen Jahren wurde über ein Thema besonders viel gesprochen und berichtet. Und es hört noch nicht auf. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke von München nach Lindau wird uns auch in diesem Jahr wieder beschäftigen. Konkrete Termine, wann die Maßnahmen beginnen sollen, gibt es noch immer nicht. Eine Bürgerinitiative in Memmingen fordert jetzt mehr Lärmschutz, weg mit den alten Diesellokomotiven und vor allem transparente Gesprächsangebote seitens der Bahn. Lärmschutz und Strom statt Dieselruß. Der etwas sperrige Name der neuen Memminger Bürgerinitiative ist auch ihr Anliegen. Hintergrund ist die seit langem geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Memmingen-Lindau. Viel ist noch nicht passiert, ein Grund für die Bürgerinitiative, der Bahn auf die Füße zu treten. Dem Vorsitzenden Francesco Abate geht es vor allem um die Kommunikationspolitik seitens der Bahn. Ja, wir verlangen, dass einfach die Deutsche Bahn die Bürger mehr daran beteiligt. Die Bürger daran beteiligt, dass die Deutsche Bahn endlich diese Elektrifizierung vorantreibt. Und das ist für uns ganz wichtig. Und wie gesagt, die Bürger wirklich immer daran beteiligt, weil heute muss doch das sein, dass wir einfach alle in ein Boot sitzen, dass man sagt, so und so sieht es aus, das haben wir vor. Im Jahre 2000 und X kommt diese Elektrifizierung und nicht, es kommt, bis heute ist nichts passiert. Franz Lindemeyer vom Regionalbüro der Bahn in München würde schon gerne Nägel mit Köpfen machen, aber einem konkreten Baubeginn stehen noch einige Unbekannte im Weg. Ich kann Ihnen heute keinen konkreten Termin nennen, wann wir mit den Bauarbeiten beginnen. Das hängt davon ab, wie sich die Auflagensituation entwickelt, welche Auflagen wir erfüllen müssen, welche Anforderungen aus den Genehmigungsprozessen resultieren. Und erst wenn das alles abgeschlossen ist, dann können wir einen konkreten Termin nennen. Einige der Auflagen haben mit Lärmschutz zu tun. Das Bundesverkehrsministerium geht von mehr Güterzügen aus als die Bahn AG bisher. Mehr Züge bedeutet mehr Lärm, bedeutet veränderte Bedingungen beim Lärmschutz. Francesco Abate hält die Argumente für vorgeschoben. Für mich ist das eine Ausrede, wenn ich sage, es müssen Kosten neu berechnet werden. Weil wenn ich heute Kosten berechne und weiß, auf so einer Länge brauche ich Lärmschutz, dann habe ich die Kosten. Dann kann sie das nicht verzögern aus diesem Grund. Die Gründe würden bei denen woanders liegen. Sie wollen es wahrscheinlich uns nicht sagen. Dass die Dieselloks laut sind, liegt auch an ihrem Alter. Gerade die Modelle der Baureihe 218 sind größtenteils über 30 Jahre alt. Für den gelernten Bahntechniker zu alt. Diese Baureihe ist einfach veraltet. Und in der heutigen Zeit, in der heutigen Stand, gehört sie nicht mehr auf die Schiene. Für die Bahn kein Problem. Sie hat technisch nachgerüstet. Wir erfüllen mit unseren Fahrzeugen die geltenden Abgasnormen. Wir haben ältere Diesellokomotiven in den vergangenen Jahren nachgerüstet. Alle Fahrzeuge, die wir einsetzen, egal ob Diesellokomotive oder Dieseltriebzug, erfüllen die aktuellen EU-Abgasnormen. Und das wird auch künftig so sein, auch wenn die Normen in den kommenden Jahren verschärft werden, werden wir diese natürlich auch erfüllen, sonst dürften wir mit den Fahrzeugen ja gar nicht fahren. Abate glaubt das nicht. Zumindest die Lokomotiven der Baureihe 218 hält er für nicht aufgerüstet. Nein. Die alten Loks mit Sicherheit nicht. Nein. Okay. Also das ist, glaube ich, hundertprozentig zu wissen. Okay. Hier an der Bahntrasse zwischen Stadion und Klinikum wohnen viele Memminger Bürger direkt an den Gleisen. Die Emissionen der Dieselloks gelangen quasi ungefiltert in Gärten, Wohnungen und Häuser. Hier wird die Elektrifizierung besonders stark herbeigesehnt. Francesco Abate möchte erreichen, dass sich die Anwohner auf eine Terminaussage verlassen können. Jetzt sind wir wieder so weit, man müsste die Bürger wieder mehr beteiligen. Wenn man die Bürger, ich meine, er kann ihnen ja viel erzählen, wenn man die Bürger hier nicht mit ins Boot nimmt. Wenn es kommt, ist ja super, ist ja in Ordnung, wäre ja jeder zufrieden. Weil Lärmschutz ist ja hier sowieso ganz wichtig, wie Sie selber ja sehen. Aber wie gesagt, kein Bürger hier, kein Anlieger weiß da was davon. Bisher befindet sich die Elektrifizierung noch in der Planungsphase. In diesem und im kommenden Jahr werden auch noch weiterhin Planungsarbeiten im Vordergrund stehen. Geht es nach der Deutschen Bahn AG und ohne Komplikationen, sollen im Jahr 2017 die Bagger rollen. Und vielleicht klappt es bis dahin auch mit der Kommunikation.
Einen herrlichen Tag bei angenehmen Temperaturen in den Bergen verbringen. Was gibt's bei uns im Allgäu Schöneres? Die einen wandern im Sommer und im Herbst, die anderen möchten lieber Skifahren und die Pisten unsicher machen. Doch gerade im Winter lauern in den Bergen Gefahren, Lawinen zum Beispiel. Am Nebelhorn fand deshalb am Wochenende zum 17. Mal der Allgäuer Lawinentag statt. Wer abseits der Pisten im Winter unterwegs ist, der geht oft ein sehr hohes Risiko. Dabei zählt der Abgang von Lawinen zu einer der größten Gefahren beim Sport in den Bergen. Die Bergschule Oberallgäu veranstaltete deshalb gemeinsam mit der Bergwacht und den Oberstdorfer Bergbahnen den Allgäuer Lawinentag. Ja, der Allgäuer Lawinentag ist die Lawinenpräventionsveranstaltung für jedermann. Wir haben Skitourengeher, Schneeschuhgeher, wir haben normale Skifahrer, Wintersportler, es sind alle, die sich über Lawinen informieren wollen. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, zum 17. Mal. Und wir haben Lawinenspezialisten, Rettungsspezialisten. Im Rahmen von Kurzvorträgen und praktischen Ausbildungen geben wir da rundum Wissen. Um den Teilnehmern die unterschiedlichen Möglichkeiten der Rettungsmaßnahmen zu demonstrieren, hat die Bergwacht am Nebelhorn einen Teil der Piste gesperrt und präpariert. Mit dem Lawinenhund beginnt klassischerweise die Suche, immer von der Talseite in Richtung Gipfel. Schlägt die Spürnase an, kommen weitere Rettungstrupps zum Einsatz. Systematisch kann jetzt der Verschüttete freigegraben werden. Parallel dazu kommen natürlich bei der Suche nach weiteren Opfern auch technische Hilfsmittel zum Einsatz. Ja, es gibt natürlich technische Suchmittel, das sind die verschütteten Suchgeräte, das Rekosystem. Und dann gibt es nicht technische Suchmittel, das ist zum Beispiel das Sondieren oder der Lawinenhund. Es gibt auch die Oberflächensuche und alle Suchmethoden präsentieren wir heute bei dieser Lawinenübung. Das macht die Bergwacht Allgäu. Das ist ein Riesenaufwand für die Bergwacht, aber denen ist es wert, dass man 220 Leute da informiert, was sie da zu tun haben. Das Absuchen der Lawine mit Sonden bedarf der genauen Koordination und Disziplin. Meter für Meter arbeitet sich der Trupp vor, bis schließlich, wie hier, wieder eine verschüttete Person gefunden wird. Unter Anleitung eines Arztes kann nun behutsam mit der Bergung begonnen werden. Okay. Also der Patient ist weiterhin leblos, er hat eine Atemhöhle. Interessiert beobachteten dabei rund 220 Teilnehmer des Lawinentags die professionelle Rettung. Die momentane Wetterlage hat übrigens keinen negativen Einfluss auf Lawinen, zumindest noch nicht. Ja, kann man so nicht sagen. Also wenig Schnee heißt nicht wenig Lawinengefahr. Im Allgäu haben wir eine sehr günstige Lawinensituation momentan. Aber sobald es jetzt schneit, werden wir eine recht brenzlige Situation bekommen. Und in den Südalpen, da hat es ja Schnee ohne Ende und auch dementsprechend viele Lawinenopfer, heuer schon zu beklagen. Schwer verletzt wird die verschüttete Person schließlich gerettet. Jetzt heißt's schnell ins Krankenhaus. Passiert ist aber Gott sei Dank nichts. War ja alles nur eine Übung. Es kommt leider immer wieder vor, dass gutgläubige Menschen ausgenutzt werden, so wie jetzt wieder im Ostallgäu. Ein 76-Jähriger wollte eigentlich nur einen zweiten Frühling erleben. Jetzt ist er mehr als 3.000 Euro ärmer. Der Rentner ist auf eine Partnerschaftsvermittlerin reingefallen. Er hatte auf ein Inserat geantwortet, woraufhin die Frau bei ihm aufgetaucht ist. Durch geschickte Gesprächsführung, so der Polizeibericht, luchste sie dem Mann 300 Euro in bar und 3 Blanko-Unterschriften ab. Die Unterschriften landeten auf 2 Überweisungsscheinen. Die Überweisung von 1.698 Euro an die Partnervermittlung konnte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter noch stoppen. Die über 3.000 Euro war aber schon abgebucht. Die Polizei warnt davor, Blanko-Unterschriften zu leisten. Im Zweifel sollten sie die Unterlagen da behalten und genau überprüfen. Unterschreiben geht dann immer noch. Für den 76-Jährigen kommt der Rat leider zu spät. In Durach ist ein Hubschrauber abgestürzt. Mehr dazu gleich in Kompakt. Wählen Sie unter den Top-Küchen zu besten Preisen. Erwarten Sie Beratung und Service der Extraklasse. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Küchenmeier in Kempten und jetzt auch in Memmingen. Küchenmeier. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt.
Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Ihr neuer Arnold-Jahreskatalog bietet über 700 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08374 58 300. Allgäu-Mail. Die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail. Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Die Meldungen vom 20. Januar 2014. Am Duracher Sportflugplatz ist es am Samstagmittag zu einem Flugunfall gekommen. Beim Versuch zu landen stürzte ein 49-jähriger Pilot mit seinem Ultraleichthubschrauber ab. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Fluggerät im Landeanflug drehte und mit den Rotorblättern in Bodennähe kam. Dabei überschlug sich die Maschine mehrfach. Der Mann befand sich allein in dem Hubschrauber. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Hubschrauber entstand ein Totalschaden von rund 40.000 Euro. Die Bemühungen um eine gemeinsame Fluglotsenausbildung von Bundeswehr und ziviler Luftfahrt in Kaufbeuren geraten offenbar ins Stocken. Wie die Allgäuer Zeitung erfahren haben will, sei die vom damaligen Verteidigungsminister de Maizière angekündigte Ausschreibung bisher noch nicht erfolgt. Der Bund wolle diese stattdessen umgehen und den Zuschlag stattdessen gleich an die bundeseigene deutsche Flugsicherung vergeben, so die Zeitung. Diese suche bereits nach geeigneten Grundstücken in Kaufbeuren. Glück im Unglück hatte Samstagvormittag ein 85-jähriger Autofahrer in Seeg. Als er einen unbeschrankten Bahnübergang queren wollte, übersah er einen heranfahrenden Regionalzug. Trotz Notbremsung konnte der Zugführer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß gegen das Heck des Pkw. Weder der 85-Jährige noch die 15 Fahrgäste wurden bei dem Unfall verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 2.000 Euro. Die Bahnstrecke war für mehr als 2 Stunden komplett gesperrt. 3 Flüchtlinge aus Syrien sind gestern von der Bundespolizei in Röthenbach festgenommen worden. Die Männer im Alter von 22 bis 24 Jahren waren ohne Einreisepapiere im Zug nach Kempten unterwegs. Ihren Angaben zufolge wollten sie in München Asyl beantragen. Mithilfe von Schleusern waren die Syrer für insgesamt knapp 16.000 Euro nach Deutschland gebracht worden. 2 der Männer wurden nach Bulgarien ausgeliefert, wo sie bereits Asyl beantragt hatten. Ihr Begleiter konnte nach München an die Flüchtlingsstelle vermittelt werden. Alle 3 erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise. Im Sommer nächsten Jahres soll hier am Haslacher Berg in Kempten ein Möbelhaus stehen. Das hat ein Sprecher der Möbelhauskette XXX Lutz jetzt noch einmal bekräftigt. Bereits in diesem Frühjahr will das Unternehmen mit den Bauarbeiten beginnen. Derzeit sei man dabei, Angebote zu prüfen und mit den Anforderungen zu vergleichen. Erst dann könne es losgehen. Ziemlich eilig hatte es ein Autofahrer jetzt auf der B19 zwischen Immenstadt und Oberstdorf. Eine zivile Videostreife erwischte den Mann mit Tempo 198 statt der erlaubten 120. Als Begründung gab der Fahrer an, er müsse seinen Vater aus dem Oberstdorfer Krankenhaus abholen. Er sei zu spät dran und habe die verlorene Zeit wieder reinholen wollen. Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeld von 1.100 Euro. Außerdem muss er 3 Monate ohne Führerschein auskommen. Der ESV Kaufbeuren soll auch künftig in einer reinen Eishalle spielen. Oberbürgermeister Stefan Bosse erteilte jetzt Planungen für eine Multifunktionshalle eine Absage.
Der Verein belege derzeit von August bis April so viele Eiszeiten, dass für andere wenig Zeit bleibe. Im Sommer brauche man aber keine Multifunktionshalle, weil die meisten Veranstaltungen eh draußen stattfänden, so Bosse. Die neue Eishalle soll mindestens 2600 Zuschauerplätze erhalten und zu einem großen Teil durch Zuschüsse finanziert werden. Inwiefern das gelingt, ist aber noch unklar. Fest steht, die derzeitige Eishalle ist nur noch bis Mitte 2017 nutzbar. Nach dem Aus des Oberstdorfer Musiksommers laufen in der Marktgemeinde offenbar bereits Planungen für ein neues Klassik-Event. Künstlerischer Leiter soll Professor Dr. Eckhard Haupt von der Dresdner Musikhochschule sein. Der 68-Jährige hat als Soloflötist und Musikwissenschaftler international einen Namen und hat beste Kontakte nach Oberstdorf. Geplant sei ein Festival mit künstlerischem Anspruch, aber auch einer Verwurzelung in der Region. Ob die Konzerte nur in Oberstdorf oder auch in angrenzenden Ortschaften stattfinden sollen, ist noch nicht klar. Start des neuen Festivals ist für 2015 geplant. 10 chinesische Schulleiter sind derzeit in Kempten zu Gast. Bürgermeister Josef Meyer hat sie heute im Rathaus in Empfang genommen. Bei ihrem Besuch wollen sie sich über das duale Ausbildungssystem in Deutschland und speziell in Bayern informieren. Also wir haben die Freude, dass wir sehr viele Gäste empfangen können. Das ist jetzt die erste chinesische Gruppe, die ich empfangen darf. Wir sind da stolz drauf und wir sind auch überzeugt, dass unser duales Ausbildungssystem ein Exportartikel ist. Das hat sich bei uns hervorragend bewährt und stößt hier auf ganz großes Interesse. Die staatliche Berufsschule 1 in Kempten ist für 3 Tage Gastgeber der chinesischen Delegation. Dort wird ihnen mit Unterrichtsbesuchen und Besichtigungen das duale Ausbildungssystem nähergebracht. Also sie bekommen zuerst einmal einen Einblick über unsere Schule, wie viele Schüler wir haben, welche Fachbereiche, aber dann gehen sie auch in den Unterricht. Die Abteilungsleiter stellen die einzelnen Gruppen dar und von dem her kriegen sie einen ganz guten Einblick von der Berufsschule 1. Insgesamt 3 Wochen reisen die chinesischen Schulleiter durch Deutschland. Nach dem Besuch in Kempten wird die Delegation an der Berufsschule in Memmingen in Empfang genommen. Und wie immer am Ende von Kompakt gibt's den Wetterbericht. Im Bergbahn- und Skiarena Steilwies, das Familienskigebiet, aufgewärmt auf die Piste mit der ersten beheizten 6er-Sesselbahn. Den Hintern abfrieren können Sie sich woanders. Heute Nacht ist der Himmel bedeckt, häufig regnet es. Am Alpenrand ist zeitweise auch Schnee möglich, dort sinken die Temperaturen auf 1 Grad. Der morgige Tag beginnt trüb mit Regen bzw. Schnee. Auch am Nachmittag ändert sich wenig. Der Himmel bleibt weiterhin bewölkt und es regnet bzw. schneit immer wieder. Nachmittags liegen die Werte zwischen 3 und 5 Grad. Mittwoch fallen anfangs am Alpenrand noch Flocken, tagsüber bessert sich das Wetter aber und die Sonne kommt zum Vorschein. Am Donnerstag erwartet uns dann unbeständiges Wetter, häufig regnet es, zeitweise schneit es auch. Nachts liegen die Werte um den Gefrierpunkt, tagsüber werden Höchstwerte von maximal 3 Grad erreicht. Auch am Freitag wird es nass und noch einmal etwas kühler. Bis in die tiefen Lagen ist nun Schnee möglich, der richtige Wintereinbruch lässt aber weiterhin auf sich warten. Der Winter geizt dieses Jahr mit Schnee. Für die Wettkämpfe der Wintersportler ist das eine Herausforderung. Wer Schnee finden will, muss hoch hinaus. So ging es neben dem Deutschen Schülercup im Langlauf auch dem Deutschlandpokal. Die höchste nationale Langlaufrennserie trug ihren Wettbewerb am Samstag im Oberallgäu aus. Hinter dem Riedbergpass, Deutschlands höchster Passstraße, hat es nämlich Schnee. Start zum Langlaufwettbewerb um den Deutschlandpokal. Eigentlich sollten diese Bilder schon vor 2 Wochen in Schonach entstanden sein, doch im Schwarzwald fehlte der Schnee. Der Deutsche Schülercup stand in Oberwiesenthal vor demselben Problem. So wurden beide Wettbewerbe kurzfristig ins Oberallgäu verlegt. Erst Montagmittag stand die Entscheidung fest. In kürzester Zeit den Wettkampf zu organisieren, für die etwa 50 Helfer der örtlichen Skiclubs war das eine Menge Arbeit. Für die ausgerechneten Vereine Skiclub Scheidegg und Skiclub Füssen war es eine sehr, sehr große Herausforderung, kann man sagen. Wir mussten hier temporär ein ganz neues Stadion erstellen, mit Strom, mit Toiletten, Sie sehen es ja selber, mit diesen Absperrungen. Wir sind hier auf Privatgrund, das waren alles Befragungen von den Privateigentümern. Also in der Summe
eine sehr, sehr große Herausforderung für beide Vereine. Die Herausforderung wurde gemeistert. Am Rennwochenende war alles perfekt vorbereitet. 50 cm Pulverschnee und trockene Witterung sorgten für optimale Bedingungen. Daher konnte man es sogar mit Trockenwachs versuchen. Am Deutschlandpokal nahmen etwa 190 junge Langläufer teil. Zwischen 16 und 24 Jahren alt waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vor dem Rennen am Sonntag fand am Samstag der Prolog statt. Dabei galt es, eine Sprintdistanz zu bewältigen. Der Prolog geht nicht so weit. Bei der Jugend sind es 2,1 Kilometer, bei den Damen, Juniorinnen und bei den Herren sind es 2,5 Kilometer. Bedeutet, dass der Zieleinlauf, der Zeitabstand des Zieleinlaufs heute, morgen der Zeitabstand im Handicap-Start ist. Der Fünfte, der 10 Sekunden als Beispiel zurückliegt, der startet dann morgen mit einem Zeitrückstand von 5 Sekunden oder von 10 Sekunden, je nachdem wie weit er hinten liegt. Und wer morgen als Erster ins Ziel kommt, hat dann diesen Wettbewerb gewonnen. 5 bis 15 Kilometer waren im Rennen am Sonntag zu bewältigen, je nach Geschlecht und Alter. Doch zunächst ging es schon im Prolog kräftig zur Sache. Im 30-Sekunden-Abstand gingen die Läufer auf die Piste. Und sie legten sich kräftig ins Zeug. Schließlich wollte jeder für das Rennen am Sonntag die beste Ausgangsposition erreichen. Die Voraussetzungen dafür waren gegeben. Ja, die Bedingungen waren gut, die Spur war eigentlich überall schön, das Wetter war's, kann man nichts sagen. Es ging ganz gut, es war dann trotzdem recht hart zu schieben. Also eigentlich ein klassischer Wettkampf, aber wir haben gedacht, die sind nicht so steil, können wir schieben. Weiß nicht, ob es das Richtige war, aber im Großen und Ganzen passt. Am Ende verpasste Eichelsbacher das Treppchen knapp und wurde Vierter. Auf dem dritten Platz landete der Allgäuer Juri Mioska vom SC Sonthofen. Es war das zweite von 6 Wettkampfwochenenden im Deutschlandpokal. So bleibt den Läufern noch genug Zeit, sich an die Spitze vorzukämpfen und damit in die Nationalmannschaft. Der ESV Kaufbeuren hat offensichtlich auf die Siegerstraße zurückgefunden. Das Team von Trainer Didi Hegen gewann das Spiel am Freitagabend gegen Heilbronn mit 4:3. Entscheidend war ein Tor von Max Schmiedle 6 Sekunden vor dem Abpfiff. Ebenfalls 4:3 ging das Duell am Sonntag gegen Ravensburg aus. Es ist der dritte Sieg in Folge für die zuletzt sehr glücklos agierenden Joker. Die rote Laterne geben sie aber trotzdem noch nicht ab. Einen Sieg und eine Niederlage gab es an diesem Wochenende für den EV Füssen in der Eishockey-Oberliga. Das Spiel am Freitagabend in Erding verlor das Team von Trainer Markus Bleicher mit 2:5. Gestern Abend gegen Bayreuth schossen die Ostallgäuer dagegen 7 Tore und kassierten nur 2. Füssen damit Tabellensiebter. In der zweiten Volleyball-Bundesliga Süd der Damen bleibt das Allgäu-Team Sonthofen an der Tabellenspitze. Die Oberallgäuerinnen gewannen gegen den VC Offenburg knapp, aber dennoch verdient mit 3:2. Soweit der Sport. Ich gebe jetzt kurz ab in die Werbung und gleich sind wir zurück. Aquaria. Eine Wohltat für die Sinne. Baden, Saunieren, Wellness. Eintauchen in die fantastische Badelandschaft. Entspannen in der Sauna. Relaxen bei einer Massage oder im Solebecken. Erlebnis Aquaria in Oberstaufen. Das Paradies für zwischendurch. Kessler. Wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Sportschindele in Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Jetzt noch mehr Auswahl auf über 2800 Quadratmetern. Sportschindele, mit die größte Auswahl im Allgäu. Jetzt einschalten. Das neue RSA Radio. Schon gehört? Neu im Radio. Der beste Musikmix aus 4 Jahrzehnten. Das neue RSA Radio. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Jetzt mit eigener Kollektion im Gristi-Shop.
für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Griesti-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung unter griesti.de/shop oder unter 0831 206 190. Griesti.de, da bin ich daheim. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Fotografieren, einschicken, gewinnen. Schicken Sie uns Ihr schönstes Winterfoto. Egal ob beim Rodeln, Wintergrillen oder ein verschneites Landschaftsbild. Und sichern Sie sich damit die Chance auf 2 Tagesskipässe für das Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg. Ab dem 27. Januar können Sie täglich 2 Wochen lang in unserer aktuellen Sendung gewinnen. Das Los entscheidet. Schicken Sie uns einfach Ihr selbstgeschossenes Winterfoto an redaktion@tv-allgäu.de. Alle Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.tv-allgäu.de. Die 5. Jahreszeit geht langsam in die heiße Phase und so wird es Zeit, sich für dieses Jahr ein Kostüm zu besorgen. Gelegenheit dazu bot am Samstag der Faschingsmarkt in Kempten. Mit dem Kostümkauf einen guten Zweck unterstützen. Diese Idee lockte auch heuer wieder zahlreiche Besucher an. Ein buntes Treiben herrschte Samstagvormittag im Pfarrzentrum St. Lorenz in Kempten. Der katholische Deutsche Frauenbund hatte zum Faschingsmarkt geladen. Das bunte Angebot lockte einige hundert Besucher an. Zur Beratung zur Seite stand ihnen das 10-köpfige Team um Leiterin Claudia Keisinger. Der Erlös wird für ein Hilfsprojekt gespendet. Das ist das Ernährungszentrum Saint-Rosalie-Rendu in Haiti. Das ist eine Missionsstation von Vinzentinerinnen. Die betreuen praktisch Waisen seit diesem Erdbeben, das damals 2010, glaube ich, war. Die Nachbetreuung fordert einfach immer nur Einsatz und langsam ist Haiti vergessen. Und nachdem wir hier in St. Lorenz Vinzentinerinnen haben, mit denen wir von Herzen gerne zusammenarbeiten, haben wir uns für ein Missionsprojekt von den Vinzentinerinnen entschieden. Gutes Angebot und guter Zweck. Da schaute auch ihre Lieblichkeit Caroline die Zweite vorbei. Die diesjährige Kemptner Faschingsprinzessin war ganz begeistert von der bunten Fundgrube. Auf über 200 Quadratmetern fand sie so ziemlich alles, was das Faschingsherz begehrt. Die Artikel stammten aus den Altkleidercontainern der Aktion Hoffnung. Die kommen in der Früh mit dem LKW, wir laden aus und freuen uns dann auf den Ansturm. Es gibt ein bisschen was Bürokratisches, wird abgeklärt, wer die Spende erhalten soll. Und Aktion Hoffnung ist da auch sehr genau und überprüft, ist das alles in Ordnung, diese Einrichtung, die den Erlös erhalten soll. Rund 1.000 Euro Erlös erhofften sich die Veranstalter und erzielten sie am Ende auch. So war der Faschingsmarkt in Kempten auch heuer wieder ein Erfolg. Wer es am Samstag nicht nach Kempten geschafft hat, der findet vielleicht am kommenden Freitag ein passendes Kostüm. Dann findet in Dietmannsried ein Faschingsmarkt statt. Interessierte sollten zwischen 15 und 18 Uhr in der Festhalle vorbeischauen. Und dann kann die 5. Jahreszeit auch schon kommen. Das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Aber bevor ich mich verabschiede, werfen wir noch einen Blick auf die Sendung morgen. Da haben wir eine Welturaufführung für Sie. Die haben die Besucher des Gigantenkonzerts in Kempten erlebt und wir waren mit der Kamera dabei. Außerdem spreche ich mit Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH über die Auswirkungen des Wetters auf den Wintertourismus im Allgäu. Hat der überhaupt eine Zukunft? Diese spannende Frage klären wir morgen zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Ich freue mich auf Sie. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut.